Schießlers Woche. Hier spricht der Pfarrer. Der Wahlkampf bis zur Bundestagswahl im September ist ja eigentlich noch lang. Wir stehen erst am Anfang. Aber wenn man den Ton mittlerweile anhört, hat man das Gefühl, man ist schon in der heißen Phase drin. Gegenüber zwei gesetzteren Herren, Scholz und Laschet, tritt nun eine junge, dynamische, grüne Obfrau auf, Annalena Baerbock. Und ist jetzt schon zum perfekten Objekt von Fake News, Hassmails, heftigsten Beleidigungen, Verunglimpfung, übelsten Macho-Sprüchen und Frauenhass geworden. Ein Ende, sagen die Experten, ist da kaum in Sicht. Im Gegenteil, Baerbock muss mit einer noch größeren Anzahl an Angriffen rechnen. Die gängigsten Vorwürfe hören wir ja fast täglich. Sie würde Haustiere verbieten wollen zugunsten unseres Klimas. Es geht um Verletzung der für alle momentan verpflichtenden AHA-Regeln. Es geht darum, dass sie Mitglied der Great Reset-Verschwörung wäre. Great Reset bedeutet also die Anhänger der Verschwörung, dass Bill Gates durch Impfungen mit einem Chip die Weltherrschaft erlangen will. Alles barer Unsinn. Und dazu kommt noch ein angebliches Nacktbild Baerbocks mit den Worten, sie war jung und brauchte das Geld. Nein, es ist nicht Frau Baerbock, sondern in Wahrheit ein Erotikmodell, das sie lediglich ähnlich sieht. Alle diese Lügen lassen nicht nur Expertinnen und Wahlkampfstrategen wirklich aufhorchen. Baerbock ist eine junge, liberale Politikerin und damit ein perfektes Feindbild, sagen sie. Politische Gegner werden sich ohne Rücksicht auf die Wahrheit an ihr abarbeiten, meinte dazu Viorela Dahn, die akademische Rätin an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sie setzt sich intensiv mit der Forschung von Fehlinformationen im Netz auseinander. Überhaupt stellte sie fest, wie sehr sexualisierte und geschlechtsbezogene Online-Angriffe auf Politikerinnen stark zugenommen hätten. Online-Hetze wird also Annalena Baerbock auch weiterhin intensiv begleiten. Auch wenn sie als Person selber nicht polarisiert, wird ihr der auf Social Media grassierende Frauenhass massiv entgegenschlagen. Problematisch sei aber auch, heißt es, dass sich die gesellschaftliche Stimmung in der Corona-Zeit aufgehetzt und damit aggressiver darstellt als vielleicht noch vor 4 Jahren bei der vergangenen Bundestagswahl. Und, heißt es, Frauen werden im Netz stärker angegriffen als Männer. Das gilt natürlich insbesondere für eine grüne Kanzlerkandidatin. Um hier einen Gegenpol zu setzen, haben die Grünen eine sogenannte Netzfeuerwehr ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich demnach um eine Gruppe von Parteimitgliedern, die diese Falschbehauptungen sofort online gezielt melden und mit Klarnamen, Gegenrede direkt unter diese Fake-Beiträge angeben. Zudem hat Baerbock laut Medienberichten seit kurzem auch noch Personenschutz. Wir müssen unsere eigene Geschichte erzählen und die Menschen über Falschinformationen und Lügen aufklären, sagt der Wahlkampfleiter Kellner. Dies sei heute ein wichtiger Teil der Strategie, um diese Angriffe abzuwehren. Stimmt alles, und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ganz wichtig und wegweisend wäre vor allem der parteiübergreifende und alle miteinander verbindende gegenseitige Respekt aller Funktionäre und Politiker in unserem Land. Es darf nur um die rein sachlichen Auseinandersetzungen gehen. Unsere Politiker müssen da sozusagen unbedingt konsequentes Vorbild für jeden von uns sein. Wie reden wir miteinander? Wie gehen wir miteinander in Talkshows um? Welche Gesprächskultur pflegen wir? Wie lassen wir den anderen in seiner anderen Vorstellung, auch in seiner politischen Vorstellung sein, auch wenn es nie meine werden würde? Was gewähre ich ihm als sein eigenes Denken und sein eigenes Planen? Es ist mir völlig egal, ob ein Vordiplom damals, als Annalena Baerbock zum Studium an der Economy School of Science in London ging, ausgereicht hat, um dann ein Masterstudium dort zu absolvieren. Mich interessiert nur, was Ihre Vorschläge für Ihr mögliches Wirken im Amt in Zukunft sind.
Hier hat eine Partei, eine demokratische Partei, eine Spitzenkandidatin aufgestellt und nur nach ihren Ideen für die Zukunft möchte ich sie beurteilen. Meine Chance habe ich, und zwar ganz definitiv. Ich gehe wählen. Die Demokratie lebt von einem fairen Umgang untereinander. Und gerade darin unterscheidet sie sich doch von allen anderen menschenverachtenden Herrschaftsformen. Und wir haben jetzt die Chance, diese Unterscheidung der Gesellschaft zu zeigen. Und darum muss Schluss sein mit diesen Verunglimpfungen. Und ich habe immer noch Respekt, gleich welche demokratische Partei jemand angehört, dass jemand sich einsetzt für so eine Gesellschaft, in der wir miteinander gestalten können. Ich wünsche uns eine gute Woche und bleiben wir fair im Umgang untereinander und in der Beurteilung der Politiker und sehen wir auch immer die Chancen, die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen eines jeden Einzelnen. Eine gute Woche wünscht euch euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche ist ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, zu hören auch im Münchner Kirchenradio.